Freunde, ich bin's wieder, euer Johannes Lukas. Heute ist der 4. Advent, es ist kurz nach 8 Uhr. Meine Frau und ich fahren jetzt gleich zum Training. Da ich ja noch nüchtern bin, gehe ich auf Nummer sicher und trinke während des Trainings meine BCAAs mit EAAs gemischt. Und Gott sei Dank hat BBN Hardcore jetzt auch diese Flasche am Start. Heute versuche ich es mal mit Blood Orange. Blutorange Geschmack. Davon gibt es 15 Gramm. Muss ich aufpassen, dass ich nicht so krümel. Das sieht meine Frau nicht gern. An alle meine treuen Zuschauer, ihr wisst es ja schon. Wir warten schon länger auf die BBN Hardcore EAAs und die werden demnächst rauskommen, werden auch vegan sein. Und ich glaube, für Veganer ist es eine richtig geile Option. Denn davon gibt es auch nochmal 15 Gramm. Und für direkt nach dem Training gibt es den sogenannten Postload. Das sind Kohlenhydrate und Eiweißgemisch. Und da halt nur Brusttraining auf dem Programm ist, gibt es nur 70 Gramm. Und um den ein bisschen aufzuwerten, gibt es nochmal ein paar Sachen extra mit rein, um einfach eine höhere Dosierung zu haben. An erster Stelle Kreatin. Immer 5-6 Gramm nach dem Training, um den Speicher voll zu halten. Würde ich euch übrigens auch empfehlen. Nicht unbedingt als Kur, sondern einfach nach dem Training und gut ist. Dann wie immer die gute alte Ascorbinsäure, Vitamin C für direkt danach. Hier 2-3 Gramm ruhig. So, dazu das gute alte Glutamin. 10 Gramm oder sagen wir mal einen gehäuften Teelöffel. Ja? So. Käffchen trinken und dann gehen wir los, oder? Öffne mir die Tür. Sesam. Tschüss. Bis gleich. Genau hingeschaut. Jede Wiederholung lasse ich komplett runter, nehme die Spannung raus und drücke dann wieder neu an. Guckt mal, ihr könnt euch die Maschine im McFit richtig geil einstellen. Passt mal auf. Hier habt ihr verschiedene Positionen und verschiedene Höhen. Also ihr könnt euch selber auswählen, aus welcher Position startet ihr. Entweder ganz tief unten oder sogar schon ein Stückchen höher. Ne? Jetzt gibt es meinen Shake, den ich mir vorhin vorbereitet habe. Der ist so lecker. Orangig. Habt ihr das Gewicht gesehen auf der Waage? 128,8. Das sind nur 4 Kilo mehr ungefähr, als ich mit der Diät aufgehört habe.
Also ich muss hier schon wieder ein bisschen höher gehen. Ich wollte mich so um die 130 aufhalten, ne, so im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Form. So frisch geduscht. Die Frisur sitzt. Ich mache mir jetzt noch zusätzlich fürs Frühstück meinen Magerquark. Bisschen Süßstoff rein, Schokoflavor, fertig. So, jetzt gibt es endlich Frühstück. Ich habe schon richtig Hunger. Bei mir gibt es wie immer Reiswaffeln. Relativ leidenschaftslos, mit bisschen Cashewmus-Quark. Aber was ich viel leckerer finde, ist derzeit meine Reiswaffel mit körnigem Frischkäse und den Geflügelsalat darüber. Das könnte ich den ganzen Tag essen. Was hast du da Leckeres? Brötchen mit Rührei. Eigentlich sind wir ganz schön langweilig. Wir essen fast immer das Gleiche. Sportfreunde, ich habe gerade die mega peinliche Aktion hinter mir. Ich wollte das Handy reklamieren und reparieren lassen, weil der Display kaputt war und ich mich seit Wochen rumärgere, weil das Display nicht funktioniert. Ich kann nicht mehr richtig tippen und so. Und dann fragt der Verkäufer, haben Sie schon mal die Folie abgemacht? Ich sage, nee, warum? Der Display ist ja kaputt. Es ist ja unter der Folie. Macht er diese riesen Monsterfolie ab, wo man nicht von der Seite durchgucken kann. Und dann ist der Display komplett heile. Das heißt, ich habe mich die ganze Zeit komplett umsonst rumgeärgert. War ein bisschen peinlich, die Schlange hinter uns wird immer länger. Und jetzt machen wir uns auf der Suche nach einer neuen Kamera, Leute. Und ich freue mich richtig drauf. Die wird zwar mega teuer, aber die wird geil. Richtig geil. Die toppt alles, was wir bisher hatten. Ich habe jetzt eine neue Kamera, zeige ich euch nachher gleich. Meine Frau hatte die glorreiche Idee, zum Höffner zu gehen. In die Dekoabteilung. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir haben bald so viel Deko, dass wir eine neue Wohnung brauchen. Deko, Deko, Deko. Da bin ich hier bei Höffner und wen sehe ich da? Den Weihnachtsmann. Aber ich habe den Weihnachtsmann entlarvt. Du bist nämlich gar nicht der richtige Weihnachtsmann. Der richtige Weihnachtsmann treibt sich nicht auf dem Sonntag im Höffner rum, oder? Du darfst jetzt sprechen. Ach, jetzt darf ich sprechen, mein Sohn. Ich bin nämlich hier gerade vorbeigeflogen. Und weil ich wusste, dass du heute kommst hier, ja, und hätte es sein können, du hast noch einen Wunschzettel, den du mir ganz schnell überreichen möchtest. Was wünschst du dir, mein Sohn? Der Sony Alpha 6500. Das hast du dir aber auch verdient, ja? Ja, weil du weißt schon, der Weihnachtsmann kommt natürlich nur zu Artigen. Also wenn ich mir eine neue Kamera verdient habe, ich habe es mir sowieso schon gekauft, dann schreibt es in die Kommentare unten rein. Ne? So, lieber Weihnachtsmann, ich muss los. Alles klar. Tschüssi. Oh, oh, oh. Tschüss. Tschüssi. So, wieder zurück. Bei uns ist heute schon Weihnachten. Guckt euch das mal an, so geil. Ich mache mal einen Link unten rein, damit ihr Bescheid wisst, welche das ist. Das ist die Sony Alpha 6500. Die werde ich wahrscheinlich nicht zum Vloggen nehmen können, denn, ich zeige es euch gleich, diese Kamera hat leider nicht dieses umschwenkbare Display, sodass ich mich selber sehen kann, während ich mich filme. Das heißt also, die wird primär von meiner Frau benutzt und ich schwöre euch, sie wird euch richtig geile Trainingsvideo abfilmen. Seid gespannt. Schatz, da ist sie. Das ist dein neues Baby. Bitteschön, hier zu Weihnachten. Schatz, guck dir die mal an, Mann, Schatzi. Wie schön die ist, die ist so wunderschön. Die ist großartig, oder? Riech mal dran. Oh. Riecht neu, oder? Mhm. Fast wie ein neues Auto. Die hat sogar ein Touch-Display. Also sozusagen Next-Level-Shit, mein Schatz. Und jetzt gibt's Filmchen und Knabbereien. Knabbereien und Eis. Ich gönne mir dieses hier. Belgische Schokolade. Und bei dir habe ich schon leckere Kekse gesehen. Nein. Hier diesen noch. Nein, natürlich nicht. Wir machen derzeit überhaupt keine Cheat Days, wir machen eigentlich jeden Tag Cheat Day, ne? Mhm. Und ich muss für einen Teil sagen, das bekomme ich richtig gut, weil ich habe keinen Zwang, ich habe keinen Druck, ich kann jeden Tag irgendwas essen. Und ihr habt ja gesehen, ich habe trotzdem abgenommen, ich muss also gucken, dass ich überhaupt genug Kalorien zu mir nehme. Ich muss mal Lob an die Kamera aussprechen, weil es ist eigentlich total dunkel hier und man sieht alles. Du stellst uns jetzt mal deine Lieblingschips. Passend zum Filmchen gibt es natürlich super leckere Chips. Was zu knabbern. Also von den Werten her sind die richtig gut. Die sind von Funny Frisch. Sieht man's? Gibt es einmal Supreme oder Paprika. Wie viel Kalorien hat eine Tüte? Wir haben hier pro 100 Gramm Fett 9,3 Gramm. Das ist für Chips absolut Bombe. Also wirklich richtig, richtig gut. Kohlenhydrate, naja, 74 halt. Eiweiß 6 Gramm. Und Zucker 11. Alles schmeckt richtig gut. Ich bin sonst überhaupt kein Chipsesser, oder? Da lasse ich mich gerne von ihr anstiften. Wollen wir Gassi gehen, Mäuschen? Komm, wir gehen Gassi. Nein, ich will gar nicht. Ich will lieber hier auf der Couch chillen. Kommst du mit? Los, komm, Pippi, komm. Kommst du mit? Hab Schnee. Völlig ignorant. Nein. Muss ich dich wieder mitschleppen? Komm, Emma, los. Während sich meine Frau um den Haushalt kümmert, gehe ich die Runde mit Emma. Das ist nämlich immer eine schöne Arbeitsteilung. Ne? So habe ich noch ein bisschen Bewegung. Aber Haushalt ist auch Bewegung. Ne? Ich bin echt dankbar, dass mir so bestimmte Arbeiten im Haushalt erspart bleiben. Ich bin ja keinesfalls ein Macho, aber auch nicht unbedingt gegen eine Rollenverteilung, Arbeitsaufteilung. Na, ihr wisst, was ich meine. Mein Tipp an all die Männer da draußen, wenn ihr auch so ein schönes Exemplar habt, welches sich fleißig um euch kümmert, dann auf jeden Fall dankbar sein und wertschätzen. Emma hat bei Regen keinen Bock,
Die will wieder zurück. Seht ihr das? Die will wieder zurück. Boah, er hat gepupst. Voll Teufel nochmal. Sag das doch nicht so vor der Kamera. Ja, na, es ist ein Hund, der darf das. Das ist ein Mädchen, das macht man nicht. Ach so, ja. Ah nein, Emma hat nicht gepupst, ich war's. Du hast mich gefragt, ob ich Nudeln haben will. Und du kriegst dich mal wieder pass mal auf, ich muss, deswegen habe ich die Kamera angemacht. Meine Frau fragt mich, möchtest du Nudeln? Ich sag so, oh, nee, zeig mich nicht an. Jetzt zeige ich euch mal, was sie unter Nudeln versteht. Achtung, das sind keine Nudeln. Natürlich, das sind gefüllte Nudeln. Liebe Leute, schreibt in die Kommentare, das sind keine Nudeln. Das sind Teigtaschen. Du hast gepecht, nenn es hast Tortellini oder irgendwie was. Tortellini. Du hast Nein gesagt. Ravioli? Ich weiß es nicht. Doch, ja, hätte ich gewusst, dass es sich um dieses... Sieht schon aus wie eine Ravioli. Lebensmittel handelt, hätte ich ja gesagt. Ja, ich will. Wisst ihr was? Ich habe ein Trostpflaster. So, Sportsfreunde, und zum Abschluss des Abends gibt es den neuen Riegel. Macadamia-Nussgeschmack. So geil. Die sind schön knusprig. Und so ein paar Stücken drin. Der isst sich nicht so schnell weg. Da hast du richtig lange was von. Ich mache mal einen Link unten in die Beschreibung, falls es die schon bei Amazon gibt. Ansonsten mache ich einfach den Link zu der BBN-Hardcore-Seite. Kein Eis mehr im Kühlschrank? Nee, weil du alles vernichtet hast. Ja? Ja. Das sehe ich, du siehst ja echt, ist der sexy, Schatzi. Ja, weil mir immer kalt ist. Mir ist immer und immer kalt. Mhm. Und da gibt es dann immer eine Decke um die Hüfte gewickelt. Du musst mehr essen, dann ist dir auch nicht mehr kalt. So, nachdem es so viel Zucker gab, beende ich diesen Vlog genauso, wie ich ihn angefangen habe, nämlich beim Zähneputzen. Vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit. Rechts, links die Monitor nochmal anschauen, da sind mit Sicherheit noch interessante Videos verlinkt. Ich verabschiede mich und sage Tschüss.